Hi, hier ist Chris Göckel, Mitbegründer von Guitar Masterplan, und in diesem Video schauen wir uns an, wie du Pinch Harmonics meisterst, beziehungsweise wir schauen uns genau an, welche Technik erforderlich ist und wie du das Gleiche nach diesem Video umsetzen kannst. Okay, schauen wir gleich die Detailaufnahme an und los geht's. Okay, erster Schritt zur Pinch Harmonic Technik. Zuerst zum Sound. Wir nutzen den Bridge Tonabnehmer, ganz wichtig, damit die Harmonics gut klingen, und einen Sound mit Verzerrung. Als erster Step, dann der nächst wichtige und wichtigste Step ist diese Handbewegung. Wir schauen es uns dann im Detail auf der Gitarre an. Diese Bewegung der Schlaghand aus dem Handgelenk. Denn der Pinch Harmonic wird so erzeugt, das Plektrum schlägt die Saite an und der Daumen berührt sie nur ganz kurz, eine Sekunde, und ist wieder weg. Das ist diese Bewegung. Plektrum schlägt Saite an. Daumen dämpft ganz kurz drauf, und das eben diese Bewegung wie eingangs gezeigt, ist das Wichtigste. Schauen wir mal mit Sound. Das Ganze ist jetzt nur ein E5 Power Chord, den ich gespielt habe, und dann die E-Seite, die Tiefe im dritten Bund, der Ton G. Und dann eben angeschlagen und mit den Daumen kurz berührt. Plektrum berührt die Saite, Daumen kommt ganz leicht an, eine Sekunde. Und so entsteht der Harmonic Sound. Diese Bewegung. Wie gesagt, E-Saite im dritten Bund, tiefe E-Saite im dritten Bund, der Ton G. Den Harmonic erreiche ich ungefähr beim Anschlagen und beim Tippen mit dem Daumen ungefähr auf Höhe vom Mittelpickup. Wenn deine Gitarre nur zwei Pickups hat, zum Beispiel Neck und Bridge, dann mehr oder weniger dazwischen. Du musst ein bisschen experimentieren, wo der Harmonic besser rauskommt. Und wenn du ihn schon richtig geschlagen hast, das ist der erste Step dann beim Probieren, zuerst mal anschlagen und mit Daumen kurz pinchen. Und dann ist es für einen guten Sound wichtig, etwas Vibrato zu geben, also mit der Greifhand, dass der Ton schön singt und richtig schreit. Sehr gut zu hören bei Zakk Wylde von Ozzy Osbourne und Black Label Society. Funktioniert aber auch natürlich bei höheren Tönen und muss jetzt nicht nur bei Riffs in Verwendung sein, sondern kann gerne auch im Solo-Gitarrenspiel inkludiert werden. Prinzip ist das gleiche. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der D-Seite im siebten Bund spielen, haben wir hier zum Beispiel unseren Harmonic. Zuerst wieder anschlagen, kurz mit dem Daumen am Tippen. Gleich wieder hochheben, also den Daumen nicht verweilen lassen. Der muss sofort wieder weg, sonst stoppst du die Saite ab.
so ein Harmonikton. Von dieser Perspektive. Und wenn du das erreichst, dann ist es gut, wenn du Vibrato dazu gibst. Also dann mit der Greifhand. Und wir können den Ton schön manipulieren. Also sowas kann sehr, sehr gerne auch im Solo-Gitarrenspiel eingesetzt werden. Das Wichtigste ist eben diese Bewegung. Einfach ganz normal, wie du normal anschlagen würdest, plus dann dieses Drehen vom Handgelenk und kurz mit dem Daumen die Saite berühren und dann den Daumen sofort wieder abheben, damit nichts gestoppt wird. Das ist jetzt, wie gesagt, die D-Saite im siebten Bund. Und die Harmonics, die kommen am leichtesten beim Training, also du kannst sie überall in jedem Bund spielen, auf jeder Seite. Am leichtesten zum Starten ist der siebte Bund, der fünfte Bund und der dritte Bund. Dort kommen sie meistens am leichtesten und am schönsten raus. Den meisten Leuten fällt es schwierig, diese Technik so umzusetzen. Aber das ist das Wichtigste, dass man das mal kurz meistert, ist wirklich nur das reines Anschlagen, reines Technikproblem, wenn man es hätte. Sobald der Harmonik klingt, also normaler Ton, dann Harmonik. Wenn du ihn triffst, Vibrato, und wir haben eigentlich einen Zakk Wylde George Lynch Sound. Ja, auf jeden Fall, du wirst wahrscheinlich ein paar Übungsstunden dafür nutzen müssen, bis sie wirklich dann gut rauskommen und jedes Mal gut klingen, die Harmonics. Ah, das ist der Ablauf davon. Und zur Inspiration kannst du dir gerne Songs von Zakk Wylde anhören. Vor allem Black Label Society, Ozzy Osbourne. Oder auch wenn du es im Solo-Gitarrenspiel häufig hören willst, dann ist George Lynch eine heiße Adresse. So die alten Dokken-Alben und die Alben mit Lynch-Mob sehr zu empfehlen zum Thema Einsatz von Pinch Harmonics. Ja, ich hoffe, dir hat das Video zu den Pinch Harmonics gefallen und du hast gesehen, eigentlich ist es nur so ein kleiner technischer Hinweis, was man mit dem Daumen der Schlaghand machen muss, um die Harmonics zu erzeugen. Und ich bin mir sicher, du wirst die nach und nach in dein Spiel integrieren können. Wenn du mehr zum Thema Phrasing und Phrasierungstechniken, wie du mehr aus dem Spiel rausholen kannst, wissen willst, dann check auch den Link in der Videobeschreibung. Da kommst du zu Phrasing Control, unser umfassendes Programm zum Thema Phrasing-Techniken und wie du eben mit Feeling spielen kannst, wie du mehr aus deiner Gitarre rausholen kannst vom Sound her. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Check Phrasing Control, wenn du mehr in die Richtung arbeiten möchtest. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, rock on!